Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir einen Anime aus, der ja schon einige Zeit auf dem Markt ist, aber ich dachte mir, der ist es wert, ein Einzel-Unboxing zu kriegen. Und zwar das erste Volumen der Staffel 2, ich werde den Namen wahrscheinlich falsch aussprechen, Love Shounaibyo und Other Delation. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber verzeiht mir das. Ja, das ist das erste Volumen der Staffel 2 in der Collector-Edition. Auf DVD gibt es aber auch auf Blu-ray. Ich werde euch wieder einen Trailer unten in der Beschreibung verlinken, wenn ich einen finde, und weitere Informationen. Ja, und das ist ein ganz schicker Schuber, den ich schon mal ausgepackt habe, ein bisschen, dass es gleich nicht mehr so lange dauert. So sieht das Vordermotiv aus. So, dann die Seite. So, dann die Rückseite. Inklusive 7 Artboards, ein Booklet, 28 Postkarten, ein Poster, Clear Opening und Ending. Ich glaube nicht, dass hier 28 Postkarten drin sind, aber gucken wir mal. Ist ja eine Comedy-Romance-Serie, hat mir die erste Staffel sehr gut gefallen und ich glaube, die erste Volumen ist ziemlich gut angekommen, aber dann ist der Hype ein bisschen abgeschwappt. Leider muss ich sagen, weil so Serien haben es leider schwer bei uns in Deutschland. Hier sind die ersten 4 Episoden drauf mit den Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 100 Minuten der 4 Folgen, Bildformat 16 zu 9, Sound ist Dolby Digital 2.0, Bonus, wie gesagt, 7 Artboards. Ja, 7 Artboards, ein Booklet, 28 Postkarten, ein Poster, Claire, Opening und Ending. Ja, gucken wir mal rein. Also der Schuber gefällt mir schon mal sehr gut. Wie bei Kase gewohnt, ein hartes Material, so wie ich es mag. Lege ich mal hier rüber. Dann haben wir hier, ach ja, doch, sind doch 28 Karten, heftig. Ja, den Schuber, wo dann nochmal alle Sachen abgebildet sind. Den lege ich mal hier hin, weil ich lege beides hier so rüber. Dann die DVD mit einem anderen Motiv. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung, weil heute ist es nur am Regnen. Oh cool, hier ist ein Inlay-Bild drin, das mag ich total gerne. Zeige ich euch auch mal. Erstmal das Inlay-Bild. Dann die DVD. Und das lege ich jetzt auch mal so dahin oder ich lege es so hin. So, dann haben wir hier Kase-Werbung. Habe ich euch schon oft vorgestellt, deswegen werde ich das jetzt hier nicht machen. Aber die Postkarten, und das sind wirklich viele. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die kleben, glaube ich. Oder ist das so ein Kalender? Das ist so ein Kalender eher. Schiebe ich das doch ein bisschen höher. Ich zeige euch jetzt nicht alle, weil es wird das Video zu lang. Aber finde ich doch irgendwie süß. Nur ich werde sie nie benutzen. Ich reiße die auch jetzt nicht ab. Solltet ihr jetzt die Kirche im Hintergrund glocken hören? Ja, ist eben so. Aber finde ich cool. Ist mal was anderes. Dann hätte man ja auch echt so einen kleinen Kalender machen können. Gut, da wären 28 Karten ein bisschen viel. Aber finde ich nett. Ja. Ja, wie fandet ihr denn die erste Staffel? War das ein Anime für euch oder eher nicht? Ich fand ihn gut, also eigentlich sehr gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so ober-mega-hammer-geil wie andere. Also man kann ihn auf jeden Fall gucken. Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Aber wie das heute leider so ist, vieles wird überhyped. Aber ich fand ihn total in Ordnung. Also als Comedy-Romance-Fan kann man sich das ruhig kaufen. Aber auch so ist ein ganz nette, süße Welt, Charaktere gefallen mir auch und ja, kann ich empfehlen. Was ich sehr gut finde, ist, dass Casa noch mal so große Postkarten reingelegt hat. Auch vom Material wieder top. Ich muss so. Und werdet ihr euch die zweite Staffel auch kaufen oder eher nicht? Ich freue mich, dass es die zweite Staffel hier geschafft hat. Und dann haben wir noch ein großes Poster. Das kann ich euch gar nicht zeigen, glaube ich. Ich zeige es mal in zwei Schnitten. Oder ich zeige es euch seitlich. Ist gerade ein bisschen blöd, weil hier alles liegt, aber so sieht es ungefähr aus. Schade. Vielleicht zeige ich es gleich nochmal. Ich schiebe das oder warte, ich schiebe es jetzt mal was rüber. Dann kann ich es vielleicht doch etwas zeigen. Da tue ich immer alles rüber. So. So. So, da seht ihr den ersten Teil. Jetzt ja nicht kaputt machen. Und dann hier den zweiten. So sieht das aus. Da finde ich sehr nett. Mal gucken, vielleicht benutze ich das gleich beim anderen Unboxing. Und dann noch das Booklet. Gucken wir auch noch rein. Das finde ich ja klasse, dass hier wieder ein Booklet bei ist.
Weil viele Publisher machen das ja zurzeit gerade überhaupt nicht. Und das finde ich auch schade. Ich finde sowas immer gut. Ist auch sehr schön gemacht. Werden die Charaktere vorgestellt. Ein paar Kulissen. Gefällt mir. Und hier kann ich auch noch den Duft testen. Und es riecht herrlich. Ja, das war das Unboxing zu der Collector Edition. Hier fehlen diesmal die Tic Tacs da, diese Medikamente für die Achtklässler, aber ich bin zufrieden mit dieser Edition. Wenn ihr euch den Anime auch holen wollt, kauft ihn euch, wenn euch die erste Staffel gefallen hat. Mir hat sie gefallen. Wie gesagt, ich fand sie sehr gut, aber manche haben übertrieben mit dem Hype. Aber das ist ja bei allen Anime heutzutage so. Ich kann ihn aber ohne Bedenken empfehlen. Ja, und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen und Meinungen natürlich darüber sehr freuen. Und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!